Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die Effekte körperlicher Aktivität bei Patienten mit Multiplem Myelom. Mein Name ist Mandy Deborah Möller und ich bin Teil der AG Engelhardt. In Deutschland erkranken rund 500.000 Menschen pro Jahr an Krebs. Im Gegensatz zu sehr häufig auftretenden Krebsarten, wie zum Beispiel Brustkrebs oder Darmkrebs, ist es Multiple Myelom mit rund 7.000 Neuerkrankungen pro Jahr relativ selten. Bei multiplem Myelom handelt es sich um einen Knochenmarkskrebs und Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Zudem steigt das Erkrankungsrisiko mit zunehmendem Alter deutlich an und das durchschnittliche Alter bei Diagnosestellung liegt zwischen 60 und 70 Jahren. Aber was ist denn jetzt genau ein multiples Myelom? Jeder Mensch hat sogenannte Stammzellen in seinem Knochenmark. Diese Stammzellen entwickeln sich zu unterschiedlichen Zellen im Blut, das heißt rote und weiße Blutkörperchen und Blutblättchen. Bei multiplem Myelom sprechen wir von vermehrten und entarteten Plasmazellen. Plasmazellen bilden beim Gesunden Antikörper, das bedeutet, sie sind ein sehr, sehr wichtiger Teil des Immunsystems. Bei multiplem Myelom vermehren sich aber diese entarteten Plasmazellen über das normale Maß hinaus und es kommt zu einer Ansammlung von Plasmazellen. Die werden dann auch Myelomzellen genannt. Diese Myelomzellen bilden funktionsuntüchtige Antikörper und Teile davon, die sogenannten Leichtketten. Und letzten Endes vermehren sich dann diese Plasmazellen so stark, dass sie die normalen, gesunden Zellen verdrängen. Das Überleben von Myelompatienten hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, aufgrund von besseren Behandlungsmöglichkeiten, von neuen Medikamenten, aber auch von der Stammzelltransplantation. Das stellt uns aber wiederum vor neuen Herausforderungen, vor allem was die Lebensqualität der Patienten betrifft. Viele Studien belegen deshalb protektive Effekte von Sport bei einigen Krebserkrankungen. Allerdings gibt es bislang keine Vorteile beim Auftreten von hämatologischen Tumoren wie dem multiplen Myelom. Deshalb fokussiert sich die Forschung derzeit auf Sport und körperliche Aktivität bei bereits diagnostizierter Krebserkrankung. Bei soliden Tumoren konnte man bereits Sicherheit und Machbarkeit von körperlicher Aktivität unter Therapie nachweisen. Bei hämatologischen Patienten ist es aber bislang noch unklar. Es gibt kleinere Studien, unter anderem auch von Professor Bertz, die aber auch hier Sicherheit und Machbarkeit belegen. Bei einer ersten Untersuchung hier an der Uniklinik Freiburg letztes Jahr hat man körperlich aktive Patienten mit körperlich inaktiven Patienten verglichen. Um diese zwei Gruppen vergleichbar zu machen, hat man die angeglichen. Und zwar hinsichtlich Alter, Geschlecht, Zytogenetik, also war die günstig oder ungünstig, Krankheitsstadium und Therapie. Und körperliche Aktivität wurde definiert laut WHO-Empfehlung, das bedeutet 150 Minuten Ausdauertraining wöchentlich und Kraftübungen der großen Muskelgruppen mindestens zweimal pro Woche. In dieser Untersuchung konnten wir zeigen, dass aktive Patienten scheinbar viele Vorteile gegenüber inaktiven Patienten haben. Das heißt, angefangen von weniger Begleiterkrankungen über eine gesteigerte Lebensqualität bis hin zu besserer Therapieverträglichkeit und kürzerer Krankenhausaufenthalte. Aber diese Ergebnisse gilt es in weiteren klinischen Studien zu bestätigen. Deshalb haben wir aktuell eine Studie namens Real Fitness, in der werden insgesamt 30 Myelompatienten eingeschlossen. 15 dieser Myelompatienten erhalten eine Trainingsintervention und 15 erhalten keine Trainingsintervention. Und primär wollen wir Sicherheit und Machbarkeit von so einer Trainingsintervention unter Therapie bestätigen. Außerdem wollen wir aber auch nach Unterschieden zwischen aktiven und inaktiven multiplen Myelompatienten schauen, vor allem hinsichtlich Begleiterkrankungen und Lebensqualität. Zum Ablauf der ReFitness-Studie. Innerhalb der ReFitness-Studie werden ganz viele verschiedene Parameter erhoben. Angefangen bei demografischen Daten wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Beruf, Familienstand des Patienten, über die multiplen Myelom-Parameter, das heißt, wann hatte der Patient Erstdiagnose, in welchem Stadium der Krankheit befindet er sich, was für Begleiterkrankungen hat er, bis hin zu den sogenannten Outcome, das heißt die Ziele der Studie. Ganz grob könnte man das gliedern in Begleiterkrankungen, Lebensqualität, aber wir schauen auch nach, hat der Sport eventuell positive Auswirkungen auf das Krankheitsbild multiples Myelom direkt.
In Zeiten von Corona stehen wir natürlich auch mit unserer Sportstudie neuen Herausforderungen gegenüber. Das heißt, eigentlich war die Studie als Gruppentraining geplant. Mittlerweile sind wir aber zu personalisiertem Training umgestiegen. Natürlich nur unter einem strengen Hygienekonzept des Universitätsklinikums mit Mundschutz und unter der Beachtung aktueller Abstands- und Haushaltsregelungen. Zudem bieten wir unseren Patienten die Möglichkeit auf virtuelle Trainingseinheiten, das heißt via WhatsApp, Skype oder Zoom. Und die Patienten erhalten von uns ein Trainingstagebuch mit Übungsbeschreibung für zu Hause. Für die Zukunft ist auch noch eine größere multizentrische Studie geplant. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass körperliche Aktivität als Regelversorgung bei Patienten mit Multiplem Myelom eingeleitet wird. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und selbstverständlich stehe ich gerne für weitere Fragen bereit. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Müller, für diese schöne Darstellung dieser Studie, die aber speziell jetzt für Patienten mit Multiplem Myelom ist. Diese Integrationsstudie ist denn für alle offen, genauso auch für unsere Sportonkologie, wobei Patienten, die nicht an der Studie teilnehmen von Frau Möller, gerne natürlich auch in unsere Sportonkologie kommen können. Ich habe jetzt keine Frage derzeit aus dem Chat für dich sozusagen für die Studie. Das wird kommen, das kann man ja drüben also auch im Allgemeinchat machen. Nochmal vielen Dank für die super Darstellung denn dabei und wir gehen jetzt zum nächsten Thema. Wunderbar, Dankeschön.